Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Big Baba 30. Als allererstes Ramadan Karim, Ramadan Mubarak an alle, die fasten. Ja, ich wünsche euch einen schönen Ramadan-Monat. Diese Folge jetzt haben wir natürlich einen Tag vor Ramadan noch gedreht. Wir machen jetzt in Ramadan so ein bisschen, ja, wir suchen in jedem Bezirk den besten Döner. Und wir fangen auch ganz weit außerhalb von Berlin an. Was heißt, wir sind noch in Berlin, aber am Rand sozusagen, würde ich sagen. Wir sind heute in Tegel und suchen den besten Döner in Tegel. Da mache ich immer meine Umfragen auf Instagram. Ich gucke, was die Leute mir schreiben und zack, dieser Laden ist heute oft gefallen. Wie heißt der? Curry 27. Und das ist unsere erste Station für heute. Und ich würde sagen, direkt Döner bestellen, auf geht die Suche. Salam alaikum. Aber wir machen uns bitte zwei Döner. Kräuterscharf. Kräuterscharf, Salat, alles. Keine Gurken bei mir. Und Salat alles bisschen. Du machst das Schöne, Mehmet, ja? Aber so wie die anderen Kunden auch kriegen. Da hast du ja nichts gesagt, der hat das schon fertig. Und Chili-Pulver bei mir ein bisschen. Ja. So, wir sehen, also ist nette Leute, aber eine Sache, die mir schon direkt nicht gefallen hat, das Fleisch war schon vorgeschnitten. Die haben einfach so genommen. Ich habe jetzt auch kein Drama jetzt gemacht, gib mir her. Ja, optisch, das Fleisch gefällt mir nicht. Ich muss mich einfach ein bisschen reinboxen. Also, Brot, geht klar. Soßen. Schmecken gut. Also, das Fleisch kommt nicht geschmacklich richtig durch. Ich schmecke mehr die Soßen. Den Salat. Das einzige Gute ist jetzt, dass das Fleisch nicht knorpelig ist oder so. Hat guten Biss, wenn ich jetzt so Resümee ziehe. Standarddöner. Nichts Außergewöhnliches. Ein Standarddöner, der okay ist, der nicht schlecht ist. Scharfe Soße hat nichts. Mehr so ein Ketchup-Touch. Als wenn ich gerade Döner mit Ketchup esse. Curry-Ketchup so. Ich glaube, nur durch die Soßen wird es aufgepäppelt. Wenn ich jetzt nur Fleisch essen nehmen würde, ohne Soße oder so, wäre zu fad. Da fehlt was. Und der wurde bei der Umfrage, die ich auf Insta gemacht habe, am meisten genannt. Das heißt, das wird wahrscheinlich die beste Intake sein. Oh, Backe, was kommt danach auf uns zu? Brot schön knusprig. Soßen gut, Salat gut, Fleisch ist okay. Ja, im Großen und Ganzen ist okay. Aber nicht der neue Superdöner. Typische Berliner Soßen. Auch sehr ölige Angelegenheit. Und kommt sehr viel Öl raus. Vier Mitarbeiter in einem kleinen Container gefunden. Haben die viel zu tun, ne? Punktevergabe 1 bis 10 gebe ich dem Döner in unserem neuen Döner-Ranking. Stabile 6 Punkte. Stabile 6 Punkte. Ja, doch, der ging besser runter, so war gut. Soßen, Brot war okay. Machen wir 6,2. Stabile 6,2 Punkte für diesen Döner. Curry 627 in Tegel. Fabi, probier mal dahin. Salat hat er ordentlich reingeknallt, wo ich nur gesagt habe, ein bisschen. Mir gefällt das Brot. Ich bin Fan von diesem runden Brot, extrem sogar. Warum das Fleisch auch nicht so geil wirkt, ist, dass es einfach teils zu dick geschnitten ist. Also hier zum Beispiel, du hast nicht so dieses Feine, weißt du? Genau, das auch. Wie bei Hizzard zum Beispiel. Aber dafür, dass es dick geschnitten ist, hat es noch gut Biss. Geht runter wie Butter sogar, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn das nochmal so richtig fein wäre, wäre es nochmal von einer anderen Qualität. Ja. Dadurch, dass diese Röstaromen dann auch durchziehen, richtig durchs Fleisch. Das ist ein solider Döner. Den kann man sich reinpfeifen, wenn man hier auf Durchfahrt ist. Tegel ist auch so ein Point, gerade hier U-Bahnhof Altegel. Die Leute kommen vom S-Bahnhof und am Mittag ist hier ein bisschen mehr los. Aber wie gesagt, der Döner, bin ich bei dir, so 6 Punkte würde ich ihn auch geben in etwa. Also es wäre so, das was angemessen ist. Mehr wäre zu viel, ja, und weniger wäre zu unfair dem Laden gegenüber. Ja, da gibt es einfach viel, viel bessere und viel, viel schlechtere. Erste Station, Curry 27. Ich habe gerade auch festgestellt, das ist ein halb dünner Laden, halb Currywurstbude. Die bieten auch Currywurst an. Komische Mischung auf jeden Fall. Ja, Station Nummer 1, Bewertung war da. Wir machen uns direkt auf den Weg zu Station Nummer 2. Auf geht's. Angekommen, Station Nummer 2, direkt um die Ecke. Happy Food. Noch nie gehört, kenne ich nicht. Einfach hingehen, abchecken. Wieder ein Laden, der einen Berg vorschneidet. Ich hasse das. Riesenfehler bei dem Ding. 16 Jahre alten Folterapparat gekauft. Keine Zwiebel, bitte.
Zeiten haben sich geändert. Oft hier Döner essen? Ja, ja. Schmeckt der gut? Ja. Na dann. Mit Schafer und Kräutersoße? Ohne Käse. Wie gesagt, ja. Ich mag nicht, wenn sie vorschneiden. Hier in Tegel wird anscheinend vorgeschnitten. Also in den Top-Läden so. Ich weiß nicht. Also ich halte nichts davon. Nicht so viel Fleisch. Standard. Das will ich ein bisschen Eindruck machen, ein Dönerladen. Mir ist egal, was optisch, Hauptsache der Döner schmeckt. Kannst von mir aus ein Container aus den 70ern sein. Hauptsache der Döner schmeckt. Kräuterscharf bitte, Abi. Ohne Gurken, alles bisschen. Und ein bisschen Chilipulver. Kurzer Talk mit Micha aus dem Block. Brot, sehr knusprig, sehr gut. Ist jetzt halbiert natürlich, weil wir jetzt keine zwei Döner mehr essen können. Und aber schon ordentlich für einen halben. Digga, mich erinnert das Design an Marzahn, kann es sein? War da nicht Happy Food? Naja. Die erste Station haben wir selbst gegoogelt, rausgefunden. Und zwar hat ein Radiosender seine Top 10 rausgehauen. Und da war dieser Döner auch dabei. Und ja, den checken wir ab. Happy Food in Marzahn. Also die Soßen, null Wumms, null. Schade. Da kommt nichts, da kommt nichts. Kein Leben in dem Döner. Ich fühle überhaupt nichts bei dem Döner. Eher so, zu zart. Soßen kommen nicht durch. Fleisch, nichts Besonderes. Das Einzige, was gut war, war das Brot. Schön knusprig. Der andere, wenn ich jetzt vergleiche mit dem, den wir vorhatten, bei 27, der hatte viel mehr Würze von der Soße her, Power. Fleisch war zwar nicht das Beste, aber immer noch okay im Gegensatz zu dem. Würdest du sagen, du würdest lieber den kleinen Weg durch die Passage laufen, um da Döner zu essen? Da, wo wir gerade waren? Ja. Im Gegensatz zu dem? Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. 27 Döner hat den um Welten geschlagen. Also wenn ich dem 27 6,2 Punkte gegeben habe, kriegt der von mir 4 Punkte. Und das ist schon gut. 4 Punkte. Es ist... Der war jetzt nicht eklig, nicht ganz schlecht, war halt ein Döner, aber ohne viel Power, ohne viel Pep. Einfach, ich hab Hunger, ich esse jetzt den Döner, weißt du, ich meine, nicht so, oh, geil, ich geh jetzt da einen geilen Döner essen. Von daher, 4 Punkte, mehr kann ich dem nicht geben. Fabi, let's chill, probier dahin. Also von der Aufmachung her, ist ja nicht, sieht man das recht gut in der Kamera, die Aufmachung ist schon sehr mager. Das ist schon einfach so, dass ich schon sagen würde, das würde gar nicht unter Döner zählen. Ja, das ist eigentlich vom Prinzip her wirklich sehr wenig Fleisch drin auch. Also es ist so wenig Fleisch, das schon, hat schon Teddas-Niveau. Es schmeckt irgendwie so Curry raus ein bisschen. Es kann sein, dass es in der scharfen Soße ist, dieses Curry-Ketchup-mäßige. Weißt du, was dann einfach bearbeitet ist? Ich schmecke Ketchup bei 27. Echt? Ich schiebe $4. Das Einzige, was gut bei denen ist, ist Chili-Pulver, was ein bisschen pikant ist. Bei den meisten Dönerläden ist nicht mal das Chili-Pulver pikant. Ja? Hier ist es wenigstens ein bisschen scharf. Wenn wir jetzt den wiegen würden, nur das Fleisch, würde das sogar noch nicht mal unter Döner zählen, weil so wenig Fleisch an Gramm drin ist, müssen 170 Gramm oder 250, ich weiß gar nicht mehr. Aber Döner nicht so gut. Wallah, Döner nicht gut. Das ist normal bei uns. Döner waren leider nicht so gut. Wallah. Wir haben gerade gegessen 27. Kennst du 27? Ja, ich kenn. Besser. Aber du hast gerade gegessen. Hier Bar-Döner. Kennst du Bar-Firma? Natürlich. Aber Bar-Döner ist der beste Döner. Ja, aber viel. Soße nicht stark. Soße schwach. Fleisch schwach. Brot gut. Jetzt ist nur noch der Geschmack, die entscheidende. Typischer, klassischer Berliner Döner-Geschmack. Soßen kommen gut durch. Das Fleisch ist sehr lecker, schön würzig. Im Großen und Ganzen ein wirklich stabiler Berliner Döner. Station Nummer 2, Tegel. Ja, ich habe auch nicht viel erwartet, um ehrlich zu sein, jetzt in Tegel. Man kennt ja die Klassiker in Berlin, die befinden sich mehr im Zentrum. Kreuzberg, Wedding, Schöneberg. So, da kriegst du die Kracher-Dinger so. Moabit.
von Weinmoabit gibt es auch nur einen, der... Baran, Barat, Baran oder Barat, wie der heißt. Der wirklich gut ist, ist das eins, der einzige Moabit, der, so wie der in Moabit ist, ist dieser Curry 27, denke ich mal, hier in Tegel. Ich glaube, wir haben mit Curry 27, weil der auch schon am meisten genannt wurde in den, bei Insta. Ich glaube, das war schon die Top-Adresse für Tegel. Aber jetzt haben wir noch einen, der auch zwei, dreimal genannt wurde. Orient-Eck, Eck, irgendwas so. Da gehen wir jetzt hin, würde ich sagen. Machen wir uns auf den Weg zur letzten und dritten Station für heute. So, angekommen, Station Nummer 3, Orient Kebab. Ich muss ehrlich sagen, der macht mir am meisten Angst von allen dreien, optisch. Ich schwör's dir. Sieht aus mehr wie so ein Kneipendöner hier. Ja, alles für die Community. Auf geht's, direkt rein. Ich will's hinter mich bringen. Spieß sieht Horror aus. Salam, machst du mit den Döner, Abi? Natürlich. Das sind die Läden, die ich am meisten hasse. Oh, Spielautomaten, Alkohol. Kräuterscharf bitte. Alles bisschen, keine Gurken. Ich glaube, es ist mittlerweile in Berlin so ein Standardpreis. 6 Euro. Für den Döner. Ja. Aber ich habe die Befürchtung, dass der nicht mehr 3 Euro wert ist. Aber glaub mir, mich schreckt nichts mehr ab. Also ich habe in Malle den ekligsten probiert. In Mallorca. Alter Schwede. Da haben wir einen ekligen Döner gegessen. Und das Krasse ist, wir haben die Folge gedreht. Mir ist die Kamera runtergefallen. Speicherkarte raus. Die Aufnahmen waren weg. Wir mussten es wiederholen. Das passiert ja aber heute nicht, Fabi, ne? Oh, Backe. Oh, Backe. Rein damit. Oh, hier ist viel Kümmel, so, ne? Im Fleisch. Direkt Kümmel. Fleischqualität. Katastrophe. Viel Kümmelgewürz in dem Fleisch. Vielleicht wollen Sie irgendwas überdecken. Mhm. Also der ist jetzt der geschmacklich der schlechteste. Zwei Punkte, um kurz und knapp zu machen. Boah. Also, das ist echt... Ich tut mir leid, wenn ich sagen muss, aber es ist so ein... Hier kommen die besoffenen Bauarbeiter nach der Arbeit her, sitzen sich dahin, trinken ihre Bierchen, sind besoffen und essen den Döner. Das ist so ein Döner. Da frage ich mich, warum die Leute den empfehlen. Wahrscheinlich sind es besoffene Bauarbeiter, die auch hier ihr Bier saufen oder keine Ahnung, Alter. Aber der geht gar nicht klar, Alter. Boah. Tut mir leid, der Mitarbeiter war super lieb, nett. Ja, aber der kann ja nichts dafür. Boah, nee. Probier mal deinen, Fabi. Das ist schon wieder so ein Ding für sich. Wo wir hergelaufen sind und ich den Spieß gesehen habe, habe ich schon direkt gesagt, oh, Backe, das gibt Magenschmerzen. Das Problem ist, leider lässt man sich auch, glaube ich, ein bisschen beeinflussen von der Sache, dass es, wie es aussieht, der Fleischspieß ist richtig komisch geformt. Da ist so viel Hackanteil drin. Wenn er dann noch so extrem viel Kümmel drin hat, bin ich der Meinung, dass er eventuell was überdecken will. Kommt richtig wie ein Bus vorgefahren, Alter. Die Soßen auch sehr wässrig. Wir haben hier ein recht langes Stück. Und hier sieht man ganz gut dran, dass es pur Hackfleisch ist. Da ist nicht eine Scheibe zwischen. Nicht eine einzige Scheibe ist dazwischen. Und ich glaube, den darfst du noch nicht mal Döner nennen, sondern Drehspieß. Wird es mittlerweile genannt, ab einem bestimmten Prozentteil vom Hackfleisch. Aber ganz ehrlich, das ist ein 2-3 Euro Döner. Mehr darf der nicht kosten. Den würde ich mir nicht mal reinpfeifen, wenn ich besoffen bin, Alter. Das ist schon eine Grenze überschritten. Ich war letztens auch in der Dönerproduktion für jemanden Film. Da habe ich mich auch mit den Chef tatsächlich unterhalten ein bisschen. Und die kriegen die stellen den Döner einfach nur her für die Leute. Also auch vom Gewürz her, vom Inhalt. Da waren auch bekannte Dönerläden bei, wo wir auch schon waren. Wo ich dann auch gesagt habe, naja, der geht so. Schmeckt nicht so besonders. Ja, ihr habt den gemacht, aber das Problem ist, dass vielleicht auch viel am Grillen ist. Also ich nehme jetzt, ich werde das verpiepen, aber es ist zum Beispiel. Ich bin dir ehrlich, beim letzten Mal war er nicht gut. Es war zu helles Fleisch. Na, auf jeden Fall war ich in der Dönerproduktion, hab dann halt den Namen so gedurbt und der hat mich echt komisch angeguckt. Da meinte ich aber auch zu ihm, ich hab schon öfters gegessen, ja. Und wenn es kross gebrannt ist, dann schmeckt es da auch. Die machen auch zu wenig Fleisch rein. Das ist definitiv Fail, weil einfach zu viel Hackfleischgehalt drin ist. Das war unsere erste Folge von Wir suchen die besten Döner in jedem Bezirk. Tegel. Ja, tut mir leid für euch, ihr habt halt leider nur 27 und der ist auch nicht der krasseste, ist halt von denen halt der beste gewesen, ja, aber ist jetzt auch nicht einer, der mich aus den Socken haut. Ja, auf jeden Fall Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Peace!